Schmidt, Markus Maria Pünktlich und Mirko Nocek. Als Gäste heute Vera Intwin und Elmar Hörig. Und hier ist Ihr Gastgeber, Ingolf Mörk. Hallo, herzlich willkommen zu der neuen Ausgabe von Voll Witzig, das Comedy Quiz in Sat 1. Bei uns erhalten Sie die witzigsten Antworten auf die brennendsten Fragen der letzten Woche. Zum Beispiel, wo steckt das Baby von Babs und Boris? Bereitet sich jetzt auch Nadels Muschi auf die Moderation von Piep vor? Und warum ließen sich so viele Bräute vor dem 9.9.99 noch das Fett absaugen? Ja! Diese und andere Fragen, meine Damen und Herren, beantwortet heute wieder artig unser Fachmann für Wohlerzogenheit, Markus Maria Pünktlich. Unterstützt von der Expertin für gutes Benehmen, Frau Vera Mittag in Wien. Und Sie treten heute an gegen Musterschüler Mirko Nonchef und den Meister des guten Geschmacks, Elmar Hörig. Sie merken schon, meine Damen, bei uns geht es heute sauber zu. Auch wir haben in unserer kleinen Sendung Lehren aus den bösen Erfahrungen gezogen, die Frau Nadja Abdel-Farag mit dem Bundeskanzler gemacht hat. Der Kanzler war verständlicherweise empört über die Szene mit dem Brustpiercing. Grund: man hatte sein Totenkopf-Tattoo vergessen. Ich persönlich finde die Nadel ja eigentlich blöd, denn ich habe hier einen Artikel mitgebracht aus der BZ. Und da steht, Nadel geht in die Knie. Und das kennen wir alle noch von Frau Lewinsky. Und wie das ausgegangen ist, ja, das weiß jeder, oder? Die Piep-Redaktion hat es ja versprochen, sich zu bessern. Ja, und sogar aus Rücksicht auf Doris Schröder-Köpf einen Beitrag gestrichen über Sex mit Pferden. Ja, das kann man ja machen. Jedenfalls werden unsere Sendung sauber halten. Deshalb möchte ich folgende Wörter heute Abend, bitte aufgepasst, nicht hören. Tittenkanzler, Schmuddelsozi, Gummi-Gerhard, Kanzlerkultus, linker Lude, Mopsminister oder geiler Gerd. Ja, all diese Wörter. Okay, gut. Es fällt uns schwer, aber wir kriegen das gleich hin. Ist aber hart. Ja? Diese schmutzigen Wörter führen unvermeidlich zum Punktabzug. Oh. Und was ist mit Regierungsrammler? Regierungsrammler ist okay, ist okay. Ist okay? Ist okay, ja. Und, ist okay. Und Fraktionsfummler? Punktabzug. Danke. Und was ist mit Schrödi? Mach mir die Fleischpeitsche. Doppelter Punktabzug für Team Nummer 1. Das ist so langweilig, oder? Meine Damen und Herren, wir lassen uns unseren Kanzler nicht in den Schmutz ziehen. Ja, mehr noch, um unsere Unterstützung für den Kanzler zu demonstrieren, meine Damen und Herren, und das unanständige Verhalten von Frau Farag zu geißeln, fordere ich das Publikum und meine Radeteams auf, als Zeichen der Solidarität eine Gedenkminute für Gerhard Schröder einzulegen. Bitte erheben Sie sich für eine Gedenkminute. Ja? Wunderbar. Und meine Damen und Herren, sehen Sie gleich nach der Werbung einen weiteren Skandalvideo von Nackter Abdel-Farag. Bitte bleiben Sie dran! Hallo und herzlich willkommen zurück bei Voll Witzig, das Comedy Quiz in Sat 1 mit Markus Maria Pünktlich und Vera Intwin. Mirko Nonchef und Elmar Hörig. Ah.
Dies ist eine saubere Sendung, meine Damen und Herren. Es sind noch keine Punkte vergeben worden, außer 2 Minuspunkten für unser schmuddeliges Team dort vorne. Und ich finde, das ist zu Recht passiert. Ja, ja, das Publikum gibt mir recht, dass ich diese 2 Minuspunkte vergeben habe. Und ich merke, wir sind alle unheimlich gut drauf, meine Damen und Herren. Ganz Deutschland spricht in dieser Woche über die Schmuddel-TV-Attacke gegen Kanzler Schröder. Selbst Franz Beckenbauer hat sich eingeschaltet und die Piep-Moderatorin zur Rede gestellt. Wir von Voll Witzig haben dieses sensationelle Gespräch zwischen dem Kaiser und Nadel gefunden. Doch leider ist uns der Ton abhanden gekommen. Eure Aufgabe ist es nun, in unserem Synchronisationsspiel einen fehlenden Text zu ergänzen. Da mache ich aber den Beckenbauer, weil... Ja, ist besser. Das ist bayerisch, das ist noch peinlicher, das mache ich. Okay, wer ist Beckenbauer und Markus, du machst... Das geht doch ja nicht. Doch gar nicht Mann, du machst Nadel, okay? Okay. Mach okay. Die Nadel. Okay. Dann mach uns die Nadel und hier ist euer Film. Was? Sag's mal, Frau Feldbusch, ihr habt gehört, Sie sind für eine riesen Ablösesumme mit viel Geld sind Sie nach Piep gewechselt. War die Grundgebühr da schon drin? Ich bin doch gar nicht die Feldbusch. Oh, entschuldigen Sie, ich meine ja auch Fräulein Feldbusch. Können Sie die Frage nochmal wiederholen vielleicht? Ja, ja, ist denn schon Weihnachten? Ja, da muss ich den Dino für anrufen, ne? Also, Frau Feldkamp, ich habe gehört, in Ihrer Sendung, da geht es ja auch um Bälle. Wie kriegen Sie Luft rein? Können Sie mir sagen? Das machen wir alles mit heißer Luft, die kriege ich von Dieter. Ja, das war ein tolles Gespräch, Frau Schurowange. Sollen wir Trikots tauschen, wir beide, hm? Ja, kriege ich einen Freistoß. Ja, sicher. Sehr schön. Freistoß, Begrifflichkeit aus dem Fußball. Das wird schwer sein für euch zu toppen. Ja. Aber für euch haben wir einen tollen Film aus. Boris Becker macht in dieser Woche durch Sex auf sich aufmerksam. Allerdings war bei ihm kein Gummi im Spiel. Das Ergebnis, ein neuer Balljunge. Unser inoffizieller Mitarbeiter Lou Richter befragte den Tennisstar zu seinen Vaterfreunden. Was bei diesem einzigartigen Interview zutage kam, das erfahren wir jetzt von euch. Elmar und Mirko. Wer macht den Boris? Mach du Bobbele. Dann mach ich den. Gib mir mal ein Ein Thank you! Okay, das ist da und hier ist euer Mats. Hallo Rübenlase, Sie sind zum zweiten Mal Vater geworden. Mich würde interessieren, wie Sie das gemacht haben. Es ist genauso wie beim Tennis. Sie erst aufrichten und dann voll reinknallen. Freut, es gibt gleich was auf die Nüsse. Verstanden, ja. Sie benennen ja Ihre Kinder immer nach der Bibel, also Balthasar und Elias, Noah oder Herpes Doster. Wieso Bibel? Ich höre gerne Musik von Gunter Gabriele und ich esse gerne Kekse von Balthasar. Balzen, die heißen Balzen. Pass auf, du Sacke, dich, die heißen Kekse. Okay, wenn Sie eine Tochter gekriegt hätten, dann hätten Sie wahrscheinlich Mercedes genannt. Nespa? No, no, no Teller. Ah! Also dann fertig aus! Scheißwitz! Yes! What? Yes! Wir haben gewonnen! Fünf Punkte, meine Damen und Herren, habe ich in dieser ersten Runde zu verteilen. Und wenn Sie eben gerade die junge Frau gesehen haben, die dort im Publikum saß, die begeistert war, dann muss ich hier doch auch dem Publikumsvotum ein bisschen folgen. Das heißt, ich gebe, beide waren wunderbar, aber ich gebe in dieser ersten Runde euch 2 Punkte und euch 3 Punkte. Bitteschön. Ist nicht meine Schuld. Und wunderbar. Die junge Frau war begeistert, Sie haben es gesehen, sie war zufrieden. 2 weitere Schlagzeilen haben in der letzten Woche die Nation geradezu erschüttert. Welche? Das sollt ihr jetzt unserem Bilderrätsel herausbekommen. Markus und Vera, hier sind eure Bilder. Ihr seht das Mannequin Piss, einen Altglascontainer und einen Zaubertrick. Wie könnte die Meldung zu diesen Bildern lauten? Neuer Skandal in Belgien. Brüsseler bisschen volle Pulle auf Kanickel. Sehr gut. Soll ich mal so
so einen Halbintellektuellen machen? Ja? Versuchen? Ja. Ja? Okay, Achtung. Ich experimentiere. Erste Bild. La Fontaine. Aha. Entsorgt. Aha. Seinen alten Hut. Ja, oder? La Fontaine zeigt Uschi Glas seinen Zauberstab. Der ist besser. Meine Damen und Herren, die Auflösung hier ist Originalbilderrätsel. Wir sehen hier jemand, der schifft. Wir sehen Mülltrennung und einen Zauberer. Damit lautet die Meldung: Claudia Schiffer, Trennung von David Copperfield. Das war die Originalmeldung. Aber toll gemacht. Natürlich haben sie sich getrennt. Er hat sie jahrelang mit einem Kaninchen betrogen. Das war der Grund zur Trennung. Mirko und Elmar, für euch habe ich hier ein Schiff, einen wunderschönen Moderator und Boris Jelzin. Wie lautet die Meldung? Diese Meldung. Also, Vorsicht, Titanic. Ja? Ja, ja. Titanic. Ich fang da drüben an. Also, Boris Jelzin, mach mir viel Glück im Bootsführerschein. Sehr gut. Wer war nicht drin? Du. Naja. Danke. Du bist dran. Russische Fahrschiffe nicht dicht. Punktabzug. Was? Wir reden uns hier im Kopf und Kragen. Aber es läuft. Es läuft. Ey, wir haben noch 16 Runden. Wir haben noch 16 Runden. Bleib ruhig. Genau. Russland findet Untergang voll witzig. Ja! Wir sehen hier auf diesen Bildern einen Kahn, ein wunderschönes Gesicht mit einer wohlproportionierten Nase. Und was ist Boris Jelzin meistens? Voll. Die Meldung lautet also: Olli Kahn, ich habe die Nase voll. Ja, das ist verständlich. Er schließt den letzten mit Torwart-Handschuhen nur sehr, sehr schlecht Puppe. Meine Damen und Herren, hier haben wir ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen gesehen. Aber ich glaube, La Fontaine zeigt Uschi Glas seinen Zauberstab. Das können wir nicht mehr toppen. Deswegen vier Punkte für euch und einen Punkt für euch in dieser Runde. Das ist okay. Ja. Aber damit können wir nicht. Wir haben ja schon 20. Ja. Das heißt, wir haben einen Zwischenstand von 2 Punkten für euch und 6 Punkten für euch. Witzig, meine Damen und Herren. Steht heute ganz im Zeichen eines sauberen und schönen Fernsehens. Was liegt also näher, unsere Sendung dort zu verschönern, wo es am dringendsten notwendig ist, nämlich bei den Gesichtern unserer Comedians. Ja? In unserem Pappnasenspiel oder Pappenheimer Nasenspiel oder Nasenheimer Pappenheimer Spiel sollt ihr nun erraten, mit welchen aktuellen Gesichtern ich euch aufpeppe, indem ich sie euch aufpappe. Also, setzt die Brillen auf, die blickdichten Brillen. Und hier wollen wir mal schauen. Es sind Prominente, Vorsicht, Prominente der Woche. Das eine ist Markus Neubau-Wittlich und dieses ist Vera. Zwei Prominente, die in dieser Woche für Schlagzeilen sorgen. Ihr habt 45 Sekunden der Zeit, durch Fragen herauszufinden, wer ihr seid. Die gegnerische Partei muss ehrlich antworten. Ja. Und hier ist euer erster Hinweis. Und damit beginnt auch die Zeit, die 45 Sekunden. Einer von euch kann dreimal nacheinander, der andere nur einmal. 45 Sekunden ab jetzt. Bin ich eine Frau? Nein. Bin ich eine Frau? Nein. Nein. Beide ein Mann? Modern Talking. Nein. Nein. Beide ein Mann. Ja. Sind wir irgendwie Schauspieler? Nein. Nein. Politiker? Sänger? Sänger? Nö. Politiker? Nein. Sportler? Ja. Ja. Sportler? Sportler. Hier kommt der zweite Hinweis. Der eine Hicks, der andere Mäh. Der was? Der eine Hicks, der andere Mäh. Komm mal, ich sitze doch schon jetzt so einfach. Basler, ich bin Basler. Nein. Nein. Ich bin der Dreispringer da. Basler wäre ja Puff Puff gewesen. Ja. Ich bin der Dreispringer. Nein, Dreispringer. Ich bin Läufer. Basler war nicht schlecht, aber ich bin Olli Kahn, ich bin Effenberg, ich bin Matthäus. Nein. Nein. Ah, die Zeit ist rum. Oliver Bierhoff und Christian Ziegel. Ah. Leider nicht erraten. Und jetzt seid ihr dran, ihr beiden. Zeigt, was ihr könnt. Und hier sind die Gesichter. Ich noch mal
Viel schöner als mir. Oh, ich mach's. Oh, Scheiße, jetzt mach's mir zu, ja, einfach zu machen. So. Und hier ist einmal das Gesicht für Mirko Nonchef. Yes. Prominente der Woche, wie gesagt. Die in dieser Woche. Und für Backstreet Boys. Auch ihr habt 45 Sekunden Zeit und euer erster Hinweis lautet, eure Karriere überzieht jetzt ein hauchzarter Schmutzfilm. Ach du meine Güte. Ach du Scheiße. 45 Sekunden ab jetzt. Hund, Katze, Maul. Bin ich eine Frau? Ja. Ja, habe ich lange Haare? Ja. Was ist denn mit mir? Bin ich auch eine Frau? Nein. Ja, bin ich ein Mann. Bin ich Filmschauspielerin? Ja. Habe ich gespielt in der diesem Sommerfilm da, diese mit dem Howard Hughes, nicht Howard Hughes. Hier eine Reise geht nach... Nein, Notting Hill? Nein. Ein Film? Euer zweiter Hinweis, zur Premiere gab es einen Sektenempfang. Ach hier, Tom Cruise und Nicole Kidman. Ja, Nicole Kidman! Zieleinlauf. Dankeschön. Und das, meine Damen und Herren, gibt natürlich Punkte, ganz klar. Es gibt, ihr habt es leider nicht erraten, keinen Punkt für euch, aber zwei Punkte für euch. Ja! In die Runde. Ja. Nicole Kidman und Tom Cruise, meine Damen und Herren, seit Donnerstag läuft in den Kinos der neue Skandalfilm Eyes Wide Shut mit Hollywood-Traumpaar Kidman und Cruise. Bei den zahlreichen Bettszenen macht Tom Cruise eine völlig neue Erfahrung. Zum ersten Mal wusste der Star bereits vorher, dass seine Frau ihren Orgasmus nur vorspielt. Habt ihr nun die Aufgabe, weitere Höhepunkte des erotischen Films wie Cruise und Kidman darzustellen. Dazu habt ihr jetzt 15 Sekunden Zeit und jeder richtig erratene Filmtitel bringt einen Punkt. Markus ist der erotischste Komiker in Sat 1 und bitte komm du vor. Erotische Filme der Geschichte, meine Damen und Herren. Und Vera kann natürlich jetzt nicht sehen, was Markus sieht und was sie zu Hause sehen. Sie muss erraten, was Markus pantomimisch dasteht. 15 Sekunden Zeit, hier ist unser erster Titel. Ab jetzt! Ja. Eis am Stiel! Ja! Hey! Oh, da ist eine Scheiße wieder. Wahnsinn! Vera in Wien, die alle 24 Folgen gesehen hat von Eis am Stiel, wahrscheinlich. Ja, zu Hause. Das waren ungefähr 3 Sekunden. Sie hat mitgespielt? Ja. Aha. Und hier, meine Damen und Herren, der zweite, wo du mitgespielt hast, glaube ich. Ja. Und 15 Sekunden Zeit, ab jetzt. Torero tanzt mit mir durch die Nacht. Nein. Nein. Nimm mich beim Tanzen. Nein. Nimm mich beim Tanzen. Ja. Ein echter Film. Der letzte Tango von Paris. Ja, Tango geht anders. Tango, wieso? Tango, Entschuldigung, darf ich zeigen? Tango, bitte darf schön. Ich dir zeigen? Der du musst Arm den ist Daumen da. In die Achsel tun. Ja, genau. Was? In die Achsel. Und jetzt, ja, ohne Tango. Marlon Brando, leider nicht erraten. Und hier ein wirklicher Klassiker unter den erotischen Filmen. 15 Sekunden Zeit, ab jetzt. Bitte. Filmen? Ja. Video? Dolly Buster filmen? Nein. Brustfilm? Nein. Hochzeitsvideo. Ah. Ja. Leider nicht erraten, aber vielen Dank an unseren Pornostar Markus Maria Profitlich, der schon als Kind in den Topf mit Orgasmus gefallen ist. Sehen Sie, meine Damen und Herren, gleich noch bei Voll Witzig Mirko Nonchef als in einer Interpretation der größten erotischen Filme der Welt. Außerdem erwartet Sie natürlich wieder ein glanzvolles, großes Finale. Also, Herr Bundeskanzler, bleiben Sie dran. Bis gleich. Hallo, willkommen zurück bei Voll Witzig, das Comedy.
der saubersten Sendung des deutschen Farbfernsehens, Bundeskanzler Gerhard Schröder. Und ich höre gerade, meine Damen, wir müssen noch einen Moment warten. Der Kanzler ist noch nicht wieder vom Fernseher, hat sich gerade ein Bier geholt. Also sag mal, Ingolf, ich bin ja sehr interessiert. Dieses Video mit dem Schröder da, waren das richtige Brüste? Ja, gut, der ganze Schröder war natürlich nicht echt. Wie, was, wen habe ich denn dann gewählt? Ich höre gerade, meine Damen und Herren, der Kanzler hat wieder vor dem Fernseher Platz genommen. Herzlich willkommen, damit haben wir grünes Licht aus dem Kanzleramt für den zweiten Teil unseres Punktomimenspiels, erotische Filme. Mirko, jetzt kommen deine Höhepunkte. 15 Sekunden Zeit, richtig was vorzulegen, erotische Filme. Und Emma errät, 15 Sekunden, hier ist der erste, ab jetzt. Okay. Frau. Ja. Angezündete Frau. Ah, flambierte Frau. Jawohl. Toll. Ja, ja. Bitte. Gudo und Landgräbe. Ja, genau. Landgräbe. Ja, Gudo und Landgräbe. Der schönste Kleiderschrank der Filmgeschichte. Mathieu Carrière, glaube ich. Ne? Und jetzt ein sehr anspruchsvoller erotischer Film. 15 Sekunden Zeit. Mach das aber gut jetzt. Ich glaube, Jochen Busse und Karl Dall haben da mitgespielt. Ja, genau die. Ab jetzt. Die Latte. Ohne Geräusche, ne? Ja. Kann ich nochmal sehen? Ja, bitte. Die Zeit läuft trotzdem. Oh, ohne Geräusche. Ja. Du darfst Geräusche machen. Hebt was hoch. Schuhplattler. Nö. Bayerisch. Rock hoch. Und am Dirndl wird gejodelt. Ah, du musst doch jodeln. Das darf ich ja nicht. Er hat verboten. Hör doch nicht auf den Markus. Was hat er gemacht? Er ist mein Chef. Und jetzt auch wieder ein tolles Werk. 15 Sekunden Zeit. Ab jetzt. Regisseur ist Kenneth Starr übrigens. Was? Kenneth Starr? Der Förster im Silberwald mit den nickenden Fichten. Nein. Er redet. Was war? Schnedelbuch. Ja, was hier? Was? Die Aussage von Bill Clinton vor der Grand Jury. Vor der Grand Jury. Leider nicht erraten, meine Damen und Herren. Aber die kriegen immer so eine Daumen. Das sind Idioten da. Ein Punkt für euch und einen Punkt für euch. Damit haben wir in der heutigen Verwitzig-Sendung einen Endstand von 5 Punkten für euch beide und 7 Punkten für Vera und Markus Maria Bofinnig. Ja. Wir haben den Sieger. Wieder bei Voll Winzig. Am nächsten Sonntag erwarten wir die Gäste Hans-Werner Olm und Thomas Hackenberg. Ich sage tschüss, Kanzler, auf Wiedersehen, Publikum. Und denken Sie ran, die ganze Wahrheit erfahren Sie nur bei uns. Komm. Ja. Ja. Ja.